Hallo und herzlich willkommen bei Fertigungstechnik Bönke FTB TV. Heute machen wir weiter mit einem weiteren Video zu unserer Videoreihe der Industrie 4.0, wo ich viele verschiedene Begriffe erstmal eine Erklärung und eine Einführung über dieses große Themengebiet geben werde. Heute das Thema künstliche Intelligenz oder abgekürzt KI. Also, was bedeutet KI überhaupt? Also die KI, die künstliche Intelligenz, ist ein Teilgebiet der Informatik und die wird dafür benutzt, um Prozesse zu intelligentem Verhalten verhelfen zu können, die sich an unser menschliches Verhalten anlehnen. Da ist das Stichwort Machine Learning, also es wird versucht, aus gewonnenen Daten, Eigenschaften, was passiert, Daten erheben zu können, damit die KI so wachsen kann an ihren Entscheidungen. Also, und unser Maschinenbau, der deutsche Maschinenbau, der hat die Hoffnung, dass der Wachstum steigt, also dass KI als Wachstumsmotor benutzt werden kann, um somit sozusagen die betrieblichen Entscheidungen der Geschäftsführung verbessern zu können. Also das, man wird sehen, wie es kommt, das kann ich Ihnen auch nicht vorhersagen, aber die Hoffnung liegt halt gerade im Wachstum und deswegen versuchen auch viele Unternehmen, sich damit zu beschäftigen. Also ich habe mal ein paar Praxisanwendungen mitgebracht, wo KI heute schon Sinn machen kann. Also einmal in der Datenverwertung. Ich hatte ja schon mal ein Video über Big Data gemacht. Da sagte ich ja gerade, dass Analysen teilweise noch von Menschen getroffen werden, um so neue Entscheidungen lenken zu können. Und da ist es aber auch so, dass bei gerade der KI Entscheidungen von der KI getroffen werden können, aufgrund der Datenerhebung und deren Analysen. Also, gerade vielleicht auch im Einkauf, da habe ich auch schon gelesen, gibt es Beispiele, dass Computer oder Bots das Internet durchsuchen nach günstigen Angeboten und Preise vergleichen. Ob das schon so praxistauglich ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ja, ein sehr populärer Einsatz, gerade was das Stichwort Smart Factory auch angeht, ist, die KI als Werkzeug einsetzen zu können, dass dies Hauptpunkt der Fertigung ist. Stichwort ist hier Augmented Reality, also die erweiterte Wahrnehmung, dass zum Beispiel Fabrikarbeiter Brillen aufgesetzt bekommen, die für eine Kombination aus der Realität plus den IT-Informationen versorgt werden. Also das ist wie, sag ich mal, bei Iron Man in den Filmen. Ungefähr kann man sich das vorstellen, also dass man hier Fragen an eine KI stellen kann, die nicht mehr nach einem strikten Muster ablaufen, sondern diese wirklich Handlungsanweisungen geben kann, was man tun könnte und ihnen in der Produktion helfen. Man könnte sie fragen, wie es denn um den Roboter steht und solche Sachen. Also das wird, denke ich mal, sehr populär werden, gerade was Stichwort Smart Factory angeht. Da gibt es ein sehr interessantes Video auch auf YouTube, da können Sie mal eingeben, Smart Factory Audi. Da haben die ein Video erstellt, wo sie ihre Zukunft ungefähr als Vision verpackt haben, wie deren Arbeitsalltag aussieht. Und da sieht man auch gerade die Augmented Reality, wie dies sich abbilden könnte. Gerade noch bei der Roboterautomatisierung, das hatte ich ja bereits gesagt, dass hier diese Zusammenarbeit wieder durch die frei programmierbaren Roboter und Maschinen wieder besser harmonisieren soll, dass Arbeiter mit denen arbeiten können und den Roboter als Helfer einsetzen können. Ja, dass hier noch der Mensch auch im Fertigungsprozess eingebunden bleibt. Und natürlich auch deren Verbesserung, also das Machine Learning, was ich ja anfangs gesagt habe. Und hier spielt vor allem das Sprachinterface, das kennen wir ja schon von Alexa, eine große Rolle. Also das wird sich durchsetzen, Sachen per Sprache zu steuern, weil das einfach viel effektiver, effizienter ist. Und die KI möchte ja so weit gehen, dass sie aus den Fragen unser Verhalten adaptieren können und Entscheidungen treffen können und uns bessere Antworten geben zu können. Und hier liegen teilweise auch Gefahren, dass die Maschinen den Menschen überlegen sein könnten. Das sagen auch zum Beispiel Hawking und Elon Musk von Tesla, dass sie immer weiter warnen, dass man auf die Entwicklung der KI Acht geben sollte, wie schnell sie sich gerade auch verbessern. Und auch was Waffentechnik angeht mit KI in der Verbindung, dass das teilweise gefährlich sein könnte.
Also ich fasse unsere Folge jetzt nochmal zusammen. Was sind die Learnings wieder für Sie? Also der deutsche Maschinenbau erhofft sich einen Wachstumsgenerator davon, von der KI. Gerade was positiv ist oder was sehr effektiv sein könnte, ist die erweiterte Wahrnehmung. Da verlinke ich wahrscheinlich auch nochmal das Video zu Audi. Und auch die Sprachsteuerung, weil hieraus kann die KI aus Fragen lernen und uns sozusagen bessere Antworten geben und uns selber helfen zu wachsen. Also, wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann geben Sie dem doch bitte ein Gefällt mir, kommentieren Sie auch, falls Sie Anmerkungen haben oder Fragen, oder abonnieren Sie auch meinen Kanal, damit Sie keine weiteren Videos verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!